Ja. Nein! Sturridge! What are you doing there? Und damit ein herzliches Willkommen an alle meine Player, Gerd und Hnipsters da draußen, zu einer weiteren Folge Let's Play FIFA 15 Ultimate Team mit mir, den Thomas und Player Gaddon. Wie man sieht, das neue Team der Woche ist draußen. Es ist Mittwochabend, vor 55 Minuten kam das Team der Woche, also Hazard. Junge. Hammermäßig. Okazaki. Toprak. Alter, drei Leverkusener in drei Team der Woche hintereinander. Also der dritte Leverkusener jetzt zum dritten Mal hintereinander im Team der Woche. Läuft, würde ich sagen. Toprak, hatte er wirklich so gute Leistung? Ja, in Hannover, ja, war schon relativ nice. Ich würde sagen, wir wagen uns wieder in die erste Liga. Im letzten Spiel waren wir leider nicht so erfolgreich. Lag auch daran, dass wir ja in der letzten Minute das Tor kassiert hatten. Meine ich schon, ne? So, die Maria raus für Eriksen. Fick die Hände, Alter, das wollte ich gar nicht. So, Ramirez raus für Eriksen. Sturm kann auch mal wieder ausgewechselt werden. Der Sturridge kann wieder rein und Hazard kann hier raus für Schürrle. Rechter Flügel Cuadrado. So wird er ausgesprochen. Einige hatten sich ja beschwert, dass ich ihn immer falsch ausspreche. Tut mir leid dafür, aber ich bin nicht so der bornöreste Typ dafür, sowas auszusprechen. Jo, haut alles hin. Toro Marx hatte mich ja gefragt, ob ich Team of the Year Packs ziehe. Ja, ich würde sagen, ihr könnt jetzt entscheiden, soll ich welche ziehen oder nicht, denn dann müsste ich mein Team verkaufen und sozusagen alles oder nichts machen. Wenn wir nichts ziehen, dann haben wir Pech gehabt, und wenn wir was ziehen, dann haben wir Luck gehabt. Jo, 100k Packs müssten eigentlich drin sein, aber ich werde dann... Wenn einer von euch weiß, wann genau das Team of the Year kommt, bitte schreibt es unten in die Kommentare rein, dann würde ich davor mein Team verkaufen. Weil es da mehr Coins gibt, während der Team of the Year Zeit wird es etwas schwer, sein Team zu verkaufen, da der Preis von allen Spielern total niedrig ist und man überhaupt keinen Gewinn machen kann. Deswegen würde ich lieber irgendwann davor alles verkaufen, mir vielleicht ein Gammelteam machen für Turniere oder so. Und dann läuft das doch, würde ich sagen. So, das vierte Spiel ist das schon. Eieieiei. Wir müssen langsam mal Punkte holen, um mir die Liga zu halten. 10 Punkte fehlen uns ja noch in 7 Spielen. Ist eigentlich machbar, finde ich. Ist machbar. So. Wäre nice, wenn mein Gegner jetzt auf... Ja, sehr nice. Es kann losgehen mit den Kongstar-Trikots. Wir spielen zu Hause und das muss ja schon was heißen. Ja. Hätte mich auch gewundert, wenn es Diego Costa da vorbeigekommen wäre. Cuadrado. Boah, fick die Hände, Alter. Was war das für ein Scheiß? Ay, caramba, das war Abseits, ja. Hätte mich auch gewundert, wenn das kein Abseits gewesen wäre. Egal. Ja, deutlich im Abseits. Steht da. Ja, Zabaleta steht. Sauber. Ein bisschen über die Flügel hier machen. Kann Sturridge laufen? Ja, nice one. Eieieiei. Der war gar nicht so schlecht, wie ich gedacht hatte. Hätte ich R1 und Kreis gedrückt. Wäre vielleicht sogar noch näher ans Tor gegangen, aber egal. Hätte Fahrradkette, würde ich in diesem Moment sagen. Ah, ey, da hatte ich nochmal Glück gehabt. Das Team ist ungefähr das gleiche wie meins. Ungefähr aber nur, aber ich glaube, ich habe sogar die besseren Spieler. Muss aber nichts heißen, meistens sind die Spieler, also beziehungsweise die FIFA-Spieler mit den schlechteren Team gute Spieler, weil die es dann können. Ja, am Arsch Elfmeter. Ja, komm, Mann. Homo Sapien, Alter. Ey, das ist so eine Hurenscheiße, wirklich. Ey, das ist so eine Scheiße, Mann. Ein Fehler und dann... Direkt wird man bestraft dafür. Ja, erste Liga. Wir dürfen uns da nichts mehr erlauben. Kein hohes Risiko zumindest. Ja, am Arsch hast du abgefangen, ey. Manometer.
Ja. Ja, komm, Costa hat keinen Pace, Mann. Er hat einen Mega-Schuss und ist ein Tier, aber hat keinen Pace. So, Sturridge, der hat genug Pace und ist total OP für sein Rating. Und Schürrle ist eigentlich auch relativ nice, aber wir wollen ihn jetzt nicht zu sehr loben, weil er sonst wieder wahrscheinlich... Oh, eine schlechte Leistung. Oh, fick die Hände, Alter, war das knapp. Guckt es euch an. Ah, Mann. Da ist der Ball leicht hochgesprungen und schon ging der Ball übers Tor, leider. Come on, Baby. Ich komme an den Ball. Ja, Gebär. Nein, doch nicht. Okay. Fuck. Ja, geholt. Ja. Leider sind wir nicht im Ballbesitz gekommen, da Cuadrado nicht genug nachgehakt hat. Ja, fick die Hände, Alter. Was sollte der Scheiß? New. Ah, Mann. Komm mal, weg damit. Gott sei Dank. Ja, komm, jetzt. Ja, wahrscheinlich, dass er mehr Pace hat als Cuadrado, ne? Glaube ich auch vollkommen. Ist ja nicht so, als wenn Cuadrado 93 Pace hätte. Ja, Freistoß für ihn. Wieso nicht? Gönn dir, ne? Pischer. Schön geklärt. Und lauf doch. Meine Fresse. Und was machst du, Schürrle, da? Du gehörst nicht auf den rechten Flügel, Mann. Hat man auch direkt gesehen. Ah, ficken, Alter. Das war nichts. Aber Touré wird jetzt kommen. Das 2 Meter Biest. Ja. Ah, fuck. Die Flanke kommt gut. Ich merke, dass hier was drin ist, aber dafür müssen wir uns mehr konzentrieren. Concentration. Ja, sauber. Ja, Sturridge, abseits, Sturridge, abseits. Ah, Mann. Zu weit vorgelegt mit dem Kopf, Sturridge. Das nächste Mal weißt du ja, was du machen musst. Zwei gefährliche Pässe hatten wir jetzt, aber einmal sind sie zum Abschluss gekommen und das eine Mal jetzt gerade wurde nicht viel. Ja, Tschech, sauber geklärt. Rüber zu Fipe, zu Felipe Luis und ja, wenn Sturridge von 3 Mann bedrängt wird, ist es auch schwer, irgendwie da durchzukommen. So. Diego Costa. Fuck. Ja, bis jetzt hat er eigentlich die Pässe gut bekommen, Sturridge. Oder er hat von Costa geredet, weiß ich gerade nicht. Sauber. Ja. Ja, Lücke gesehen. Ah, Mann, das war doch kein Abseits, oder? Ja, okay, doch, das war ganz klar im Abseits. Tut mir leid, habe ich nicht gesehen. Ja. Nein! Sturridge! What are you doing there? Das war eine hundertprozentige... Sturridge, what are you doing there? Oh Mann! Ah, fuck! Alter, der war gar nicht so schlecht, der Schuss. Das habe ich letztens bei einem anderen YouTuber gesehen, dass solche Schüsse auch mal reingehen können. Ein bisschen höher und dann... Alter! Gar nicht so schlecht, die Taktik. Muss man nur ein bisschen üben und der 2-Meter-Riese Touré ist leider nicht rangekommen. Oh, schön abgefangen. Ei! Ja, kann doch nicht sein, dass Cuadrado immer abseits ist. Egal. Wir merken, dass wir nicht unterlegen sind und das werden wir ausnutzen. Und vielleicht mal wieder einen Sieg hier heimfahren, wobei wir schon zu Hause sind, egal. Ja, hat er nicht schlecht gemacht, der Eselkopf. Jo. Läuft Schürrle auf der Außenbahn. Ja, schlecht von Sturridge. Ich wollte ihn irgendwie zur Schürrle rüber schlänzen, aber da habe ich Sturridge doch schon übersehen. Alter, als ob der so schnell ist, Mann. Ja, okay, Sturridge. 2 Sturridge in einem Sp-
Spiel! Nice! Geklärt! Geklärt! Los, Schöle! One, bitch! One! So, jetzt rüber zu Eriksen, der vorhin einen richtig schönen Schuss aufs Tor gemacht hat. Ja. No! What the fuck? Scheiße, Mann! Wow. Das war knapp. Ah, fast geklärt, Mann. Oh, Mann, oh, Meter. Wo ist der Better? Okay, Philippe Luis auf Außenbahn, Koschnielny. Ja, abseits. Pff. Halbzeit. Ich sag immer zu der Halbzeit abseits. Ich weiß auch nicht, woran das liegt. Egal. Ja, dem Abwehrfehler. Ich dachte, jetzt ist der Schiedsrichter wieder so behindert und pfeift Elfmeter, aber es war doch nicht so. Wir hatten viele... Ja, am Arsch. Der eine Schuss war doch aufs Tor von Eriksen. Ja. Ein 2-1 wäre nice, aber dann führen wir wieder 2-1 und... Kassieren das Tor in der 90. Das ist nett. Das ist not cool. Das sind immer solche Momente, wo du das Bedürfnis hast, den Controller an die Wand zu werfen. Ei. Leichte Beute, so macht die Balleroberung Spaß. Ah Mann, ich skill immer zu viel da vorne. Ich Dödelkopf. Ja, als wenn er so dribbeln kann. Ey, das ist hier kein Ronaldo. Ja, aber genauso gut. Uff. Tschech, ich liebe dich. Das hast du sehr, sehr, sehr nice gemacht. Okay, knapp daneben ist auch vorbei. Alter, war das knapp. Ich dachte, geht jetzt rein, aber wir haben Glück gehabt. Der Ball hat sich komisch gedreht. Wieso auch immer, aber ist ja nicht mein Problem. So, 50. Minute. Ich merke, dass hier noch ein Sieg drin ist. Ist ja auf jeden Fall. Also, aber ich muss langsam mal das Tor schießen. Wäre sinnvoll. Nach einer sogar... Das waren das zwei hundertprozentige Mann. Oh, Sturridge, wieso läufst du nicht hinterher? Oh. Sehr nice. Oh, Touré. Du Tier. Ja, wieso legen die sich die Bälle immer so weit vor? Ja. Eriksen! Philippe Luis. So, wieder ein bisschen über die Flügel hier probieren. Aber das Problem ist immer, hier startet immer kein Schwein. New. Ja, abseits, am Arsch. Ja, pfeift er natürlich nicht. Egal. Ja, aber dafür haben wir in den Ball gekommen. Danke, Schiri, dass du nicht gepfiffen hast. War doch nice, dass du... Ja, komm, Schöle, beeil dich. Wir haben nicht 500.000 Jahre Zeit. Come on, Bebe. Skillen. Ich skill lieber nicht, verliere ich den Ball. Ja, das war klar, dass es passiert. Das darf doch nicht wahr sein. Wir müssen hier mindestens 3 Punkte rausholen. Fick die Hände, Tschech hat den sehr nice. Aber das hat er ganz, ganz locker gemeistert. Frage ist, ob der sogar bis ins Tor gerollt wäre. So, Ja, deine Mutter ist auch... Ja, als ob da... Mann! Er hatte doch schon den Ball und dann habe ich mir den Ball wieder erobert. Oh! Siehst du diese Träne? Motherfucker, Alter. Ah, Mann! Der macht immer wieder denselben Fehler, aber ich nutze den nicht. Das ist mein Problem. Na, na, nichts faul, nichts faul. Eriksen, spiel nicht mit meinen Nerven. Ich hab momentan wirklich nicht das Bedürfnis, hier einen Herzinfarkt zu bekommen. FIFA ist wie ein Horrorspiel, ey. Nein, Ecke! Ja, nice one. Zweite Ecke in diesem Spiel. Oh, Schürle. Abseits. Oh. Abschluss. Ich sag zu allem abseits, wieso auch immer. Ja, nice one, nice one, nice one, nice one. Was machst du denn da? Sturridge ist gelaufen, Mann. Oh, Sturridge ist doch gelaufen. Sturridge ist gelaufen.
Diese Pässe klappen nicht so, wie es will, aber der ist zum Glück noch durchgekommen. Kein Schwein steht in der Mitte. Und wenn ich dann flanken will, dann ist da eben irgend so ein Pisser, der mir dann den Ball abnimmt. Oh, schießt doch ein Tor. Ich muss mal wieder Warm-Up-Matches vor den Aufnahmen machen, wäre sinnvoll. Come on, baby, come on, bitch. Oh nein! Oh nein! Check doch hier! Nein! Kein Elfmeter! Kein Elfmeter! Kein Elfmeter! Mutter Elfmeter! Oh, Schüler nehmen die noch nicht so. Pff, mongohaft an, ey! Statt dem Ball entgegenzurennen, nein! Pff, der werte Herr Schüler will es ja bequemer haben und auf den Ball warten. Es ist schon 76. Minute, Mann. Wir können halt nicht allzu lange noch warten. Ja, weiß immer, wenn ich rausschießen will. Jedes verdammte Mal ist da ein Pisser dazwischen, der mir dann... Oh, Mann. Wir müssen auch sehr offensiv stellen, ist mir egal. So, schön Cuadrado, du hast so zwei hinter dir gelassen. Die wahrscheinlich gleich wiederkommen werden, ist mir egal. Sturridge! What are you doing there? There was nothing, nothing. Warte. Nee, nothing heißt nichts, ne? There was not good. Genau. Meine Englischkünste sind so zum Arsch. Da steht Sturridge. Oder Eriksen, der lieber stehen bleiben will. Ein bisschen chillen. Wieso nicht? Ja, man merkt jetzt, dass hinten Lücken... Einige Lücken sind, aber irgendein Riese in der Verteidigung hat's geschafft. Ja, deine Mutter. Scheiß Torhüter. Wieso war Koscielny jetzt vorne, verstehe ich? Ja, schön auf Zeit spielen, ja. Pisser, richtiger Armleuchter, Alter. Richtiger Kasperle. Jetzt muss ich meine harten Wörter hier rausfahren. Richtiger Kasperle. Jo, wahrscheinlich. Am Arsch. Manometer. Ja, hab ich keinen Bock drauf. Pisser. Oh, beeil dich doch. Lauf, lauf, lauf. Lauft, Kongstars, lauft. Ich wollte Forest sagen, aber Forest ist ja keine Fußballmannschaft. Und jetzt bin ich mal gespannt, das ist vielleicht schon die letzte Chance. Ja, das ist auch die letzte Chance, du Armleuchter. Du Kasperle. Du Pimmelberger. Oh, Eriksen, ich könnte dich umbringen. Run boy running, ne 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 ne, run boy running. Das war ein schlechter Schuss. Ich hoffe, wir bekommen noch eine Chance. Run boy running, run boy running, run boy running. Ja, am Arsch! Willst du mich verarschen? Dann lässt du doch laufen und dann. Ich konnte den Schiedsrichter boxen wegen einem verdammten Abwehrfehler. Haben wir jetzt das Spiel verloren? Ganz wichtiges Spiel. Naja, wichtig würde ich nicht sagen, aber jedes Spiel ist wichtig, solange man Punkte rausholen kann. Ja, Mann, am Arsch. Ich könnte ausrasten. Manometer. Mann. Ja, dann würde ich sagen, das war's dann für die heutige FIFA-Folge. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst euch dann nochmal rumlaufen. Und wenn ihr keinen Fieber mehr verpassen wollt, würde ich mich sehr über freuen. Bis zum nächsten Mal. Tschüssili.